Guten Morgen, Leute, oder besser gesagt, guten Mittag. Wir haben 13 Uhr, aber es ist ja egal, was für eine Zeit es ist. Das Wichtige ist jetzt erstmal, es ist Essenszeit. Und ich habe auch schon meine Kalorien für die beiden Rezepte, die ich für heute vorbereitet habe, gezählt und komme dabei insgesamt auf 2000 Kalorien und 200 Gramm Proteine. Und ja, ich hatte jetzt eigentlich vor, erstmal zum Frühstück Bacon mit Ei zu machen. Also Rinderbacon mit Ei und dazu dann ein bisschen Feta-Käse. Aber ich habe leider vergessen, den Bacon aufzutauen. Deshalb mache ich das jetzt heute Abend. Jetzt mache ich für heute früh Lachs mit Parmesankäse natürlich. Der darf nicht fehlen. Butter wieder zum Braten benutzen. Und Gölling-Frischkäse. Also, erstmal fange ich damit an, den Topf zu erhitzen bzw. die Pfanne zu erhitzen. Ich habe eine Edelstahlpfanne, die muss erstmal erhitzt werden, wurde mir gesagt in den Kommentaren. Erst erhitzen, dann die Butter rein und dann erst Lachs, Fleisch, Eier, was auch immer reinmachen. Und in der Zeit, wo das Ganze erhitzt, tun wir mal den Lachs würzen. Dafür nehme ich einmal Pfeffer, Salz und dieses Ankerkraut. Gewürz, was ich euch in den letzten Tagen gezeigt habe mit dem Fisch hier. Immer noch kein Sponsoring. Und Kardamom. So, Kardamom natürlich nicht vergessen. So, dann streuen wir hier von ein bisschen was drauf. Ich hoffe, man sieht das überhaupt in der Kamera. Ich mache mal ein bisschen so. Ja. Noch ein bisschen weiter nach hinten. So, jetzt sieht man es. So, ein bisschen Kardamom drauf. So. Jetzt hier ein bisschen Salz. Den Lachs wirklich darauf achten, nur ein bisschen Salz zu machen, nur ein paar Körner, weil das ja schon relativ gesalzen ist. Das ist ja schon ein relativ salziger Fisch, ein salziges Lebensmittel. So, Pfeffer. Pfeffer besonders wichtig, denn Pfeffer sorgt dafür, dass die Nährstoffe, die in dem Lebensmittel drin sind, nochmal besser vom Körper aufgenommen werden. Und jetzt hier das Fischgewürz. So. Und ja, jetzt warten wir, bis die Pfanne sich erhitzt hat. Und in der Zeit bereiten wir mal den Parmesankäse vor. So. Nehme ich hier, wie viel Gramm ist das? Hier unten steht ja die Waage und da kann ich dann immer nachgucken, wie viel Gramm da drin sind. Das sind jetzt... Ja, gern. 100 Gramm, das heißt so ungefähr die Hälfte davon. Mache ich jetzt gleich hier rein. Schön, nur gerade die Pfanne ist erhitzt. Deshalb muss ich kurz mein Vorhaben ändern. Haube an oder Fenster auf. Pfanne, ja, ist warm. Hier drauf. Butter drauf geben. 15 Gramm benutze ich dafür. Das reicht auf jeden Fall für Lachs. Kann ich mal eine Stufe runterstellen im Herd. Ich würde den anfangs immer erstmal so auf hohe Hitze lassen. Also mein Herd hat 6 Stufen und ich tue den immer erstmal auf die höchste Stufe stellen. Ich tue den erstmal auf Stufe 4 stellen, damit er warm wird. Und danach tue ich den immer auf Stufe 3 stellen, also ziemlich genau die mittlere Stufe. Und wenn das Essen dann schon fast fertig ist, dann mache ich den immer auf 1 oder 2 runter. Aber es gibt natürlich auch Herde, die machen kaum Hitze bis zur Stufe 6, also bis zur letzten Stufe. Und ja... Davor, erst danach fangen sie an Hitze zu machen. Diese Herde kenne ich leider auch. So, genau 15 Gramm, perfekt. Man sieht schon hier, die Butter, die schmilzt jetzt schon, nur weil ich sie in die Pfanne reinmache, weil die Pfanne schon vorgeheizt ist. Und das ist bei einer Eisenpfanne oder Gusseisenpfanne sehr, sehr wichtig vorher zu machen, weil ansonsten, ja, fängt das ganze Zeug schon an zu kleben in der Pfanne und das ist scheiße. So, jetzt tue ich den ganzen Parmesankäse aufreiben. So, kann ich außerhalb der Waage machen. Ich nehme einfach hiervon so grob die Hälfte, der Rest wird dann eben morgen gegessen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Lachs in der Pfanne ist und ja, seine 5, 6, 7, 8 Minuten gebraten hat. Denn ich muss euch nicht sagen, wie man Lachs oder Fleisch oder so anbrät, ich denke mal, das kriegt ihr selbst hin. Das Wichtige ist ja nur in diesem Video euch zu zeigen, was genau ich esse, damit
ich die Karnivore-Diät durchziehe, dann was ich während dieses Experiments esse und wie ich auf eine so geringe Kalorienmenge komme, obwohl ich so viel Proteine esse. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Also der ist gerade sehr gut am Kochen, der Lachs, aber aus Erfahrung kann ich sagen, der ist noch nicht fertig. Das dauert noch 1-2 Minuten. In der Zwischenzeit mache ich mir einen Kaffee. Den Parmesankäse habe ich jetzt schon mal komplett aufgerebelt. So, für den Kaffee tue ich erstmal das Wasser hitzen. Wasser ist schon aufgefüllt. So, ich habe einen Kardamom-Pot reingemacht hier in die Tasse. Kardamom-Pots, das sind diese Dinger hier, die gibt es bei jedem hübschen Supermarkt. Riecht richtig geil, allein wenn man daran riecht. Es riecht wie wenn man am Strand wäre. Super geil. So. Dann nehme ich den Kaffee und einen Kaffeefilter. Ich mache den Kaffeefilter hier in den Kaffee rein. Hier, ich mache mal so, dann kann ich euch zeigen. Ich habe hier so ein Ding dafür. Am besten benutzt ihr eins aus Keramik oder Porzellan. Ich habe hier so ein Scheißding aus Plastik. Ist eigentlich nicht gut. Und da mache ich immer 5 Gramm in den Filter rein, aber 4 Gramm, 3 bis 4 Gramm sind auch eigentlich vollkommen okay. Ich mache nur 5 Gramm rein, weil der Geschmack dann erst intensiver ist und zweitens habe ich hier auch eine sehr, sehr große Tasse. Ich empfehle mal so 1 Gramm für 100 Milliliter ungefähr, kann man so sagen. Ja, komm, alles rein. Dann bin ich sogar noch bei 4 Gramm, weil die Dosis leer geworden. So, jetzt ist das Wasser da im Hintergrund fertig mit dem Kochen. Dann wird das Ganze direkt draufgeschüttet. Normalerweise empfiehlt es sich, erstmal kochendes oder heißes Wasser in die Tasse zu geben, damit das heiße Wasser dann nicht direkt abkühlt, wenn es in die kühle Tasse kommt. Aber ich habe vorhin schon Kaffee getrunken, deshalb war die Tasse jetzt sowieso nicht so kühl. So, und dann hier sieht man es, schütte ich das auf, schütte es aufs Pulver und warte, bis es abgetropft ist. Dann setze ich was am Rand ab und das, was ich am Rand absetze, da gieße ich dann nochmal drauf. Ich habe auch die Waage angelassen, damit ich weiß, wie viel Milliliter Wasser sich in der Tasse befinden. Dann weiß ich ungefähr, wann meine Tasse voll ist. Ich kenne alle meine Tassen, die ich habe, weiß, bei welcher Zahl sie voll sind. So, jetzt ist der Lachs fertig. Jedenfalls ist auch Timer. Und ja, dann schütte ich hier nochmal die Seiten auf und serviere jetzt mein Essen gleich. Dann gibt es schön Kaffee zum Frühstück. Auch wenn das jetzt keine, naja, so typische Frühstücksmahlzeit ist, aber egal, Kaffee schmeckt immer. So, der Lachs ist fertig. Der ist mir eben beim Wenden ein bisschen auseinandergefallen, aber sind immer noch gute große Stücke. Ja, okay, jetzt ist er nochmal auseinandergefallen, aber egal, schmeckt am Ende trotzdem gut. So, ich tue es mal hier ein bisschen beiseite, dann sieht es noch ein bisschen besser aus, wenn ich es gleich in die Kamera zeige. So. Ich nehme die Stücke alle einzeln raus, weil ich noch ein bisschen was davon für morgen haben möchte, weil ich für morgen auch schon wieder ein ganz, ganz leckeres Rezept vorbereitet habe. Und dafür brauche ich noch ein bisschen was von dem Lachs. So, ich habe ja auch schon den Hüttenkäse draufgegeben und dann schütte ich jetzt das ganze restliche Fett, was hier noch drin ist. Das Fett vom Lachs schmeckt mir immer sehr, sehr gut. Das schütte ich jetzt hier noch auf den Hüttenkäse drauf. So, und diese restlichen Gewürze hier an der Seite, die kommen auch noch alle mit drauf. So, ich mag das persönlich immer, wenn ich jetzt nicht in der Karnivoren-Diät wäre, zum Hüttenkäse oder zum König-Frischkäse, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ein bisschen Sesambutter mit drauf zu geben oder Tahini besser gesagt. So, jetzt sieht man den Lachs auch besser in der Kamera. Jetzt habe ich hier den Parmesankäse, ich will mal Feta-Käse sagen, und schütte den einfach hier drauf. Das sind übrigens 50 Gramm Parmesan. So, es ist sogar so viel Parmesan, dass ich darauf, glaube ich, schon ein bisschen was auf den Hüttenkäse drauf mache, weil Hüttenkäse pur schmeckt schon echt ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich sein soll. Boah, das wird richtig, richtig parmesanisch jetzt, das Essen. Eieiei. Egal. Nicht so schlimm. Gibt nie zu viel Parmesan, oder? Ist ja auch gesund, schmeckt gut und ja. Also, so sieht das Ganze nun aus am Ende. So, man sieht eigentlich nur noch Parmesan. Der Parmesan, der wird sich jetzt ein paar Minuten in den
Lachs ein bisschen einbrennen, dann schmilzt es so ein bisschen. Und wenn ich das jetzt hier vermische mit dem Hüttenkäse, dann Hüttenkäse und Fett und der Parmesan, dann wird das der Hüttenkäse auch warm und ist dann auch käsiger. Der Käse tut schon auch so ein bisschen da einbrennen in den Hüttenkäse, schmeckt dadurch schon besser. Und ja, das ist diese Mahlzeit relativ schnell zubereitet. Ich habe jetzt insgesamt vielleicht 10 Minuten gebraucht mit Aufnehmen, Reden und allem. Und die Makros sind hier ungefähr eingeblendet. Und das Essen heute Abend wird dann auch wieder sehr, sehr gut sein. Und ich freue mich auch schon drauf. Und ich freue mich vor allem auch darauf, euch heute Abend zu sehen. Aber in der Zwischenzeit werde ich euch jetzt gleich mal ins Gym mitnehmen. Wetter wird doch langsam ein bisschen besser. Es ist ganz komisches Wetter momentan, aber naja. Also dann, bis später. So, ich bin ganz schön am Arsch vom Training. Das Training ist zwar schon 3 Stunden her, aber ihr habt gesehen, ich habe richtig geschwitzt, musste mal meine Klamotten komplett wechseln. Jetzt habe ich noch fast 3 Stunden an meinem YouTube-Video gearbeitet. Ich arbeite gerade an einer Doku zum Bermuda-Dreieck, wird dann veröffentlicht auf meinem Hauptkanal, Jekko63. Aber wir sind jetzt hier auf meinem Zweitkanal und hier geht es um das Essen, um Fitness, um mich, um Vlogs, generell alles. Und wir machen weiter mit dem Abendessen. Also, ich habe vorbereitet erstmal eine Packung Eier, L-Eier. 4 Stück nehme ich davon. Butter, Rinderbacon, 160 Gramm habe ich abgewogen. Und eine ganz, ganz besondere Zutat. Super viel Proteine, kaum Kalorien, wird aber sehr, sehr oft von Leuten vergessen aufzuzählen, irgendwie als gute Proteinquelle. Es ist die günstigste Proteinquelle, die ihr haben könnt, die ihr im normalen Supermarkt kriegen könnt. Mit 30 Gramm Protein pro 100 Gramm. In einer Packung sind 200 Gramm drin und das Ganze für nur 1,80 € Harzer Käse. Schmeckt nicht gut, aber wie Markus Rühl so schön sagt, muss nicht schmecken, muss wirken. Aber so schlimm ist es nicht, wenn man ein bisschen Essig drauf gibt oder so oder eine kleine Fettquelle hat, wie wir jetzt hier in diesem Fall mit der Butter, dann geht das Ganze schon. Also, ich heiz jetzt erstmal den Herd vor. So. Mache ich beide wieder auf Stufe 4. Denn es ist ganz wichtig bei dem Rezept Eier mit Bacon, zuerst den Bacon zu machen und danach erst die Eier zu machen. Weil der Bacon, der braucht viel, viel länger, bis das ganze Fett rausgebraten ist. Ich mag den Fettgeschmack nicht so. Ich möchte, dass das ganze Fett rausgeht. Vor allem bei Schweinebacon ist das nochmal umso wichtiger. Denn Schweinebacon hat in der Regel nochmal deutlich mehr Fett. Ich würde hier auch empfehlen, nur so, ja, 5 Gramm Butter in die Pfanne zu geben. Denn das ganze Fett brät sich raus. Ich habe jetzt hier 4 Gramm drin, das reicht auch locker aus. So. Und in die Pfanne, wo dann das Ei reinkommt, dort mache ich dann 15 Gramm Butter rein. Und ja, dann warten wir erstmal, bis das Ganze vorgeheizt ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das Essen ist fertig. Kommt jetzt gerade frisch aus der Pfanne der Bacon. So schön geröstet oder eigentlich schon frittiert, besser gesagt. Dann mache ich den mal hier drauf. Eiei. Da muss ich mit der Hand nacharbeiten. So. Schönes Stückchen hier. So, das Essen sieht wirklich fantastisch aus. Ich hoffe, es sieht auch in der Kamera so gut aus. Ich zeige es einmal. Oh, ei, ei, ei. Beruhig dich. So, hier. Handkäse, Bacon. Und Spiegeleier. Ich habe die Spiegeleier noch nie so gut hingekriegt, dass sie nicht auseinandergefallen sind, weil ich eine ungeschichte Pfanne habe. Aber der Tipp, dass man zuerst die Pfanne vorheizt und danach erst die Butter reingibt, hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Guter Tipp. Eier sind perfekt geworden. Und ja, dieses ganze Essen hat super, super viele Proteine, natürlich auch sehr viel Fett. Aber das kommt darauf kommt es ja nicht an. Im Cut kommt es ja vor allem darauf an, dass man die Kohlenhydrate verringert.
Aber das Krasse ist, dass der größte Teil der Proteine in dem Handkäse ist, obwohl das am allerwenigsten Kalorien von all den Sachen her hat. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder dabei und es freut mich, wenn euch dieses Video geholfen hat und freut mich auch, wenn ihr dabei gewesen seid beim Zuschauen und wenn ich euch hier mit meinen kleinen Essenstipps, mit meinen Rezepten weiterhelfen kann. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann in den nächsten Tagen wieder dabei und ich hoffe, dass ihr auch beim Endergebnis dabei seid, um zu gucken, wie sich mein Körper in der Zeit, in der ich jetzt dieses Selbstexperiment mache, verändert hat. Also dann bis zum nächsten Mal. Hi, tschüss.